Zeige ich euch, wie man Fahrradträger auf dem VW-Bus Multivan T4 montiert. T5 ist aber gleich. Erstmal macht man die Binde die Platte auf. Dann haben wir bei so einem Fahrradträger sind oben solche Einhängehaken drin. Da wird er nur eingehängt. Oben eingehängt. Also hier oben nur Einhänge. Und normalerweise muss da auch unter so ein kleiner Schutz drin sein, da ist so ein Stoff drunter, so, oder Gummi, der das Auto dann vom Verkratzen schützt. Da kommt es rein, oben Einhänge, dann macht man die Heckklappe auf. Auf der Unterseite sind je nach Modell solche Befestigungsteile. Die zieht man nur darüber. Die werden jetzt quasi hier unten eingefügt. Da in diese Leiste rein. Und dann wird hier diese kleine Schraube angezogen. Und schon hat man das fertig. Dann wird diese Fahrräder, muss man an der Seite quasi stabilisieren, dass die nachher nicht rausfliegen. Deswegen gibt es diese kleinen Dinger, die sollte man auch festmachen, die Räder. Sonst kann es sein, dass die für den Fahrer tatsächlich so hochkippt. Das habe ich schon mal erlebt. Und jetzt natürlich, das habe ich jetzt hier falsch gemacht. Da gibt es so einen kleinen Halter, mit dem macht man das nach vorne nach fest. Mit so einem kleinen Schlüssel spannt man diese Schraube an. So, jetzt müssen die Fahrräder nur einhängen. Dann macht man diese Schlaufe rein. Und jetzt sollte man darauf achten, wenn man hier sieht, die Pedale, die stoßen der hier an. Also wenn man nicht aufpasst, verkratzt man die Rückseite. Deswegen mache ich zumindest so, dass ich Abstandshalter einbaue. Je nachdem, wenn ich was verkratzen tue oder so, mache ich zum Teil hier an die Rohre so Kratzerne, solche Schutzne und den mit Kabelbinder drumherum binde, sodass dass das Fahrrad auch sich hier nicht so arg aufkratzt. Ne? Also ich habe so einen kleinen Abstandshalter, entweder dort oder dort, kann man, je nachdem, wo man es nah macht, kann man das haben. Den jetzt mit Kabelbinder festmachen. Haben eigentlich so einen festen Schutz drauf und hier was dahinter klemmen und das aber so montieren, dass beim Fahrradfahrer fest ist. Hier gibt es so einen Abstandshalter, wenn man mehrere Fahrräder hat. Wenn man jetzt mehrere hat, schleust man die unter durch und guckt zu, dass man das Äußerste mit diesem kleinen Dorn mit festmacht oder mit dieser Bindeschlaufe. Hier festmachen. Darauf achten, dass das ein Ding ist, und manchmal ist es zum Empfehlen, dass man die Sattel rausmacht. Alle beweglichen Teile wegmachen, die haut sonst weg. Mache ich es dann so, dass ich dann meistens mit einem Expander oder so meine Teile festmache. Dabei muss man aber aufpassen, dass so ein Gummi-Expander ist natürlich immer flexibel, also der hält nichts ab. Meistens mache ich dann so, dass ich die Fahrradschlösser, die man eh braucht, nochmal zur Sicherung oder drumherum baue.
und dann quasi das Fahrrad damit abschließt. Und durch diese Fahrradschlösser oder durch eine feste Schnur, die quasi keine Verbindung hat, das mit dran montiere. Dann kann man vier Fahrräder drauf montieren und die Drähter sollte man immer so machen, dass sie quasi einer unten, dann der nächste oben rein. Je nachdem muss man gucken, dass man die durchkriegt, weil das passt dann sonst dann nicht ganz durch. Und dann kann man damit fahren. Hält. Und der wird irgendwie durch Eigengewicht noch unterdrückt. Also ich habe noch nie Probleme gehabt, auch seitlich ist er total stabil. Im Gegensatz zu solchen Leichtaufbauten. Aufpassen muss man natürlich bei Elektrofahrrädern. Also hier, das ist bis max 60 Kilo gedacht. Elektrofahrräder haben ja oftmals mehr. Da hat man dann oftmals ein Problem, wenn das Fahrrad also 20 Kilo wägt, kriegt man drei Fahrräder auf. Normalerweise kann man vier auftun, wenn es nicht Elektrofahrräder sind. So, wenn der mal dann drauf ist, dann kann man zwar noch aufmachen. Und wenn ich dann mal die Fahrräder drauf habe, dann kann ich trotzdem noch aufmachen. Aber es wird halt relativ schwer. Also, da kommt immer noch an das Ding ran. Da ist dann die Befestigung dran. Nur muss man hier halt aufpassen, der wird halt richtig schwer. Also 60 Kilo über den Hebel zum Ziehen ist halt einfach schwer. Jetzt zeige ich euch, wie man Fahrradträger von, ich habe gedacht Thule, von Flamia, ist aber auch Thule, beim VW-Bus montiert. Fahrradträger mit vier Fahrrädern. Der wird nachher nur oben eingehängt.